the meeting point of the Slovenian, Italian, and Austrian borders. This idyllic area is also where three large families of European languages meet, namely the Romance, Slavic, and Germanic languages. During both world wars, the ethnic groups living here aligned themselves in changing alliances and enmities. As in all the places in Europe where national ideas and indigenous minorities encounter one another, here too the fault lines of the past have never really healed. Ich glaube, es spielt da schon der Krieg auch noch mit eine große Rolle, weil die slowenischen Familien haben doch in der Nationalsozialismus sehr viel mitgemacht und da hat sich kaum jemand mehr Slowenisch sprechen getraut. In order to avoid being socially marginalized, many families from ethnic minorities in Europe have completed the linguistic transition to the language of the majority over the last one or two generations. This pressure on minority languages is a special concern for the Council of Europe. Dass man sozusagen von der Elterngeneration zur Kindergeneration in die Mehrheitssprache wechselt und den Kindern die Erstsprache, die Muttersprache nicht mehr weitergibt. Und zwar von klein auf nicht manchmal, also wirklich von der Primärsozialisation an. Das hat zur Folge, dass den Kindern eine vermutlich nicht voll entwickelte, voll beherrschte Sprache weitergegeben wird und dass die Kinder dann sozusagen eine nur rudimentäre Erstsprache erwerben. In order to promote the understanding and indeed the standing of language in the border area between Slovenia, Italy and Austria, three municipalities from this region have joined forces and built up a trilingual network for their kindergartens and junior schools. Dieses Projekt heißt Drei Hände, Tri Rocke, Tri Mani und erstreckt sich über drei Länder, drei Kulturen und drei Sprachfamilien. Slowenien, Italien und Österreich und eben die Sprachen, die germanischen Sprachen, die romanische und die slawische Sprache. On specified weekdays, the children are supervised and taught by junior school and kindergarten teachers from the neighboring countries. By the end of junior school attendance, the children can express themselves well in all three languages. Der passive Wortschatz ist recht hoch. Also sie verstehen alles, was im Unterricht geschehen gesagt wird. Und aktiv können sie sich auch mitteilen. Es ist halt immer wichtig, dass man ihnen einen Redeanlass gibt. Wenn der Redeanlass vorhanden ist, dann werden die Kinder sich auch ausdrücken in der zweiten oder in der dritten Sprache. And yet, the Triple Country Project, which has run successfully since 2007, stands before a precipice. Some of the parents of the children in this year's Nurtsch Junior School First Class have expressed their opposition to its continuation and thereby brought the project to a halt for now. Also ein wichtiger Grund ist, glaube ich, dass die Dominanz des Englischen als erster Fremdsprache so stark ist. Viele Eltern würden ja gerne Englisch schon im pränatalen Zustand den Kindern vermitteln, aus lauter Angst, die Kinder würden das nie richtig erlernen. In this respect, the teaching of neighboring languages has an overall positive effect on the school children's capability to learn foreign languages. Wenn ich jetzt die Klassen verglichen habe mit anderen Klassen davor, ist mir der Englischunterricht sehr aufgefallen, dass es das war kein Fremdsprachenunterricht, der Englischunterricht für die Kinder. Die waren, als ob das ihre Muttersprache wäre. Die waren so geschult und so flexibel. Der Unterricht war derartig lustig und mühelos, das ist mir aufgefallen im Vergleich zu anderen Klassen davor. It seems that worries about being unable to learn English sufficiently well as a result of not starting early enough are not justified. Die lernen das genauso gut, wenn sie 12 Jahre oder 10 Jahre oder auch nur 8 Jahre diese Sprache lernen. Die Omnipräsenz dieser Sprache in unserer Gesellschaft ist so groß, dass die sicher sehr gut gelernt wird. One model of how English as a foreign language can be introduced at the secondary level is the Graz International Bilingual School. Das Besondere an der GIBS ist, die Unterrichtssprache ist Englisch. Ja, also es wird in der Fremdsprache, alle Fächer werden in der Fremdsprache unterrichtet. Das Konzept hat sich sehr gut bewährt und wird dann in den weiteren Folgen verstärkt durch fächerübergreifenden Unterricht. Es wird ein Thema vorgegeben, zum Beispiel in der zweiten Klasse Water, ja, und der Englischlehrer bereitet die Klasse wieder vor. Und wenn es dann in Physik, in Biologie, in Geografie, in Musik kommt, dann machen sie dann die Moldau und so weiter, ne? Dann haben die Kinder den Input vom Wortschatz schon von allen Seiten. The demand for places at this school far outstrips the number of places available. So there's an admissions procedure.
Wir haben schon eine besondere Situation. Die Kinder, die wir haben, sind eigentlich unter Anführungszeichen ausgesuchte Kinder. During selection, particular attention is paid to verbal and writing skills in the mother tongue. Wir haben so ein Aufnahmegespräch, wo die sprachliche Kompetenz der Kinder, sagen wir so, überprüft wird. Ja? Und wir wissen, Kinder, die Deutsch sehr gut sind, tun sich dann mit diesem Konzept sehr leicht. As a consequence, the school admits predominantly children with well-educated family backgrounds, who are placed to bring this capability from their home environment. Altogether different circumstances prevail at the Henriettenplatz College in Vienna. Many pupils here come from immigrant families. The classes are often composed of children sharing more than 10 different primary languages. Elisabeth Langer worked at this school as a teacher and principal for more than 20 years. When she started, there were scarcely any practicable didactic concepts for such multilingual classes. So she looked for contacts in educational research and herself participated in several academic projects in this area. Zunächst ist einfach das Problem, dass man übersieht, dass wenn man Schülerinnen und Schüler in einer Klasse sitzen hat, die im alltagssprachlichen Bereich eine durchaus ausreichende bis sogar wirklich gute Sprachkompetenz mitbringen, dass man dann den falschen Schluss zieht, dass dies auf den bildungssprachlichen Niveaus die gleichen Voraussetzungen mitbringen. Und die Fachlehrkräfte haben immer noch zu einem guten Teil die Auffassung, Deutsch wird im Deutschunterricht gelernt. Punkt. Dieser Satz, jeder Unterricht ist Sprachunterricht, der wird von Ministeriumsebene abwärts bis zu den einzelnen Lehrkräften an sich verwendet. Das bedeutet nur unter Umständen nicht sehr viel, wenn man das irgendwo in die Konversation einbringt. But how can we assess whether a student does have enough language knowledge to participate in special subject classes? Wenn man dann beispielsweise sagt, bitte lest euch die Passage durch und auch nur den Auftrag gibt, jemand möge nun in eigenen Worten wiedergeben, was er oder sie da gelesen hat, dann merkt man recht schnell, ob dieses sinnerfassende Lesen auf den Unterrichtsgegenstand bezogen präsent ist. Oder man gibt eben eine entsprechende Schreibaufgabe, wo es nicht nur darum geht, Stichworte zu liefern, sondern wo ein kohärenter Text verlangt ist. Da merkt man sehr schnell die sprachlichen Grenzen der Schülerinnen und Schüler. Ein Umgang mit Texten ist wahrscheinlich die allerzentralste Forderung, die da zu stellen ist. Also ein solcher sowohl rezeptiver als auch produktiver Umgang mit Texten im Unterricht trainiert wird. According to Langer's experience, the didactic concept to deal with texts in three phases could be applied especially in multilingual years as a didactic model. This model includes three phases from the activation of knowledge in the form of associative writing, for instance, via direct text work by means of cooperative text reconstruction, to a third phase in which the original text is transformed and worked on independently. Das Argument, das einem entgegengehalten wird, wenn man eben ein Modell wie das Drei-Phasen-Modell vorstellt, dann heißt es immer, ja, dafür habe ich doch keine Zeit. Ich muss ja meine 24 Matura-Themen vorbereiten oder ähnliche Argumente. Particularly in multi-language years, it is important to inspire students to use language as a tool for the acquisition of education and knowledge. Sprachhandlungen durchführen zu können, das ist, was zu fordern ist. Und das erschließt sich nicht, wenn der Unterricht mehrheitlich ein fragend entwickelnder ist, bei der die Redezeit der Lehrkräfte jene der Schülerinnen und Schüler deutlich überwiegt und es eigentlich nur auf ein Akkumulieren von Inhalten ankommt. The foundations for being able to deal with complex, specialized information in secondary education are certainly laid in students' first language. Das ist eine Frage dann des Sprachprestiges im öffentlichen Diskurs. Und da schaut es, was Europa betrifft, nicht so gut aus, denn meistens ist der Diskurs in den letzten Jahren in die Richtung gegangen. Es ist wichtig, die Mehrheitssprache zu lernen. Man muss Prüfungen ablegen, wenn man einen dauerhaften Aufenthalt bekommen will und das Signal, das dadurch gesendet wird, die Erstsprachen sind nicht so viel wert. Wherever students may come from,
the success of their education is rooted in their mother tongue.